Viele Schüler und Studenten haben in dieser Zeit der Pandemie eine große Sorge. Sie fragen, wie schaffe ich die Schule? Was wird mit meinem Studium, mit meiner Ausbildung und den Prüfungen? Prüfungen, ja, sie sind auch in normalen Zeiten ein Problem für viele. Prüfungen lieben wir alle nicht besonders. Dennoch sind sie sehr wichtig, weil sie gewisse Ungerechtigkeiten verhindern können. Sonst behandeln wir, die fleißig gelernt haben, mit denen, die sich weniger angestrengten, gleich. Das wäre dann nicht in Ordnung. Prüfungen gibt es nicht nur in der Schule. Auch der Glaube spricht von ihnen. Oft kommt uns Gott dabei wie ein strenger Prüfer vor, wenn Dinge gegen unseren Willen geschehen. Dann scheint er schlecht oder böse zu sein. So oder ähnlich werden wir ihn bezeichnen. Aber wie sollen wir eine Prüfung verstehen? Was sagt der Glaube dazu? Der Glaube lehrt uns, Gott verlangt Beweise für unsere Treue und Vertrauen ihm gegenüber. Er kennt sein Volk. Er weiß, dass es immer wieder seinen eigenen Weg geht. Ja, deshalb will er es prüfen. Er will wissen, ob wir Menschen zu ihm halten. Die erste Lesung, die Geschichte von Abraham und Isaak, muss man so verstehen. Isaak war ein Geschenk Gottes an seine hochbetagten Eltern. Gott aber fordert dieses Geschenk zurück. Das erscheint uns seltsam und ist bestimmt nicht üblich. Dennoch bleibt Abraham gelassen, denn sein Glaube war stark. Somit hat er die Prüfung bestanden. Auch Jesus stand vor einer Prüfung. Er wurde durch die Verklärung gestärkt, dennoch musste er den Kreuzweg gehen. Er geht ihn bewusst, in dem sicheren Wissen, dass Gott für ihn da sein wird. Diese Überzeugung wurde durch seine Auferstehung erfüllt. Prüfungen sind auch in unserem Leben immer gegenwärtig. Auch unser Glaube an Gott wird diese nicht verhindern. Wenn wir die Prüfungen annehmen, werden wir spüren, dass Gott mit uns ist. Dann werden wir seine Wunder erfahren. Andererseits erscheint Gott vielen Menschen als brutal, weil er Opfer verlangt und sie ihn nicht verstehen können. Aber wer wie Abraham und Jesus mit ihm den Weg bis zum Ende geht, wird verstehen, dass er uns auch im Tod nicht verlässt, sondern uns ein neues Leben schenken will. Ja, seine Wege sind oft unvorstellbar und unbegreiflich für uns. Wir erleben Prüfungen immer wieder als Krankheit, Ungerechtigkeit, Tod und so weiter.
Aber wir dürfen nie an Gott zweifeln. Er ist uns in jeder Lebenslage nahe. Ja, Gott ist nicht böse, er ist gut. Glauben wir an ihn, wie Abraham und Jesus? Folgen wir seinem Weg, auch wenn er nicht immer einfach zu gehen ist? Gott segne uns und stärke unseren Glauben. Amen.